10 Monate nach dem Tod der 14-jährigen Susanna steht ihr mutmaßlicher Mörder Ali B. vor Gericht, wirkt verlegen und unsicher, traut sich nicht, Susannas Mutter und Vater im Gerichtssaal direkt in die Augen zu schauen. Laut Anklage hat Ali B. im Mai 2018 Susanna in einem Feld zum Sex gezwungen. Als das Mädchen danach drohte, zur Polizei zu gehen, soll er sie erwürgt haben. Der zentrale Tatvorwurf ist natürlich ein Mordvorwurf zur Verdeckung der vorangegangenen Vergewaltigung. Und als weiteres Mordmerkmal haben wir die Heimtücke, weil Susanna zu dieser Zeit ahnungslos gewesen sein soll. 2 Tage nach dem Mord war der 22-Jährige mit seiner Familie über die Türkei in den Irak geflohen. Dort wurde er von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen und von Bundespolizeipräsident Dieter Roman persönlich zurück nach Deutschland gebracht. Der Fall hatte zu zahlreichen Protesten gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung geführt. Als abgelehnter Asylbewerber hätte Ali B. bereits 2 Jahre vor dem Mord abgeschoben werden sollen. Wie schon bei seinem ersten Verhör gestand der junge Iraker auch vor Gericht noch einmal die Tötung von Susanna. Allerdings sei der Sex einvernehmlich gewesen. Trotzdem sei sie anschließend sauer geworden und habe mit der Polizei gedroht. Da sei er durchgedreht. Nachdem es ihm dann nicht mehr schwarz war vor Augen, da sei sie dann irgendwie, sei kein Puls mehr da gewesen. Also das ist eine Geschichte. Also wer einen Angeklagten so etwas sagen lässt als Verteidiger, der glaubt auch an Weihnachtsmann. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht Ali B. lebenslänglich. Außerdem muss er sich in der kommenden Woche noch in einem weiteren Prozess wegen Vergewaltigung und Missbrauch einer 11-Jährigen verantworten.